Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Valhalla. Ja, heute geht's weiter. Ihr seht hier, ich bin hier gerade so in dieser Mob-Farm-Zeugs hier. Die hat uns komischerweise hatten die uns Dings gebaut, Simon und Always Crafter. Und die haben sie einfach bei uns gebaut und sind abgehauen, weil sie wieder nach Hause wollten. Die haben aber, ich meine gut, sie haben es mit unseren Ressourcen gebaut. Ja, okay, das stimmt. Naja, keine Ahnung, was mit denen los ist, aber ist eigentlich auch egal. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich versuche hier noch gerade ein bisschen Level zu farmen. Red macht hier gerade noch sein Haus so ein bisschen fertig. Ja, also noch was kurz dazu sagen. Ja, mein Haus ist ja abgefackelt, weil ich einen Kamin gebaut habe, der nicht ganz gut funktioniert hat. Also, ich weiß nicht, woran es lag. Der hat hier Stein, da Stein, überall ist hier Stein. Das Einzige, wo er mit Holz verbunden ist, ist hier. Und hier und dann halt hier oben irgendwann, aber auch erst sonst wann erst. Also, ich reiß den jetzt wieder, wobei ich lasse den da. Oh Gott, Alter. Achso, und alle Leute, die die Folge bei Always Crafter gesehen haben, auf meinem Kanal kommt dazu keine Folge, wie ich mein ganzes Zeug verliere, denn ich habe jetzt Ewigkeiten, also ich habe gestern, also die Nacht danach gespielt, die ganze Zeit. Ne, warte, haben wir das gestern gemacht? Ne, das haben wir ja nicht gestern aufgenommen, oder? Doch, das war vorgestern. Oder vorgestern? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich die letzte, ja, es war vorgestern. Die letzte Nacht komplett gezockt und nicht viel geschlafen, hört man mir vielleicht an. Ich bin auch aktuell noch ein bisschen erkältet, hört man mir vielleicht auch noch an. Und habe halt die ganze Zeit gefarmt und so und bin halt durch die Welt gerannt und habe Bäume abgebaut und so und deswegen habe ich auch ein bisschen Holz. Dann bin ich zu unserem Dorf gegangen, habe dort die Kohle, die wir hatten, verkauft und die ich gefarmt habe. Und hab damit halt Emeralds gekauft. Also wir haben quasi, ich habe nochmal alleine so viel Emeralds gemacht wie mit Mineking in der einen Folge. Aber ich meine, gut, Mineking hat auch in der einen Folge nichts gemacht, also. Ja, ist so. Und ja, ansonsten habe ich halt Level gefarmt mit der Farm, die sie uns gebaut haben. Und deswegen konnte ich mir das dann halt auch machen. Ich habe mir meine Rüstung wieder voll enchanted, hab noch ein paar Bücher enchanted, hab auch noch 26 Level. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe leider keine Schutz 4 Brustplatte mehr. Dafür habe ich anderen geilen Stuff. Also ich habe jetzt halt die Federfall 4 auf Emerald Boots halt. Und Explosionsschutz 3 noch mit drauf bekommen. Bei der Hose habe ich auf Schutz 4 verzaubern können und habe halt Haltbarkeit 3 mit drauf bekommen. Brustplatte leider nur Schutz 2 und Helm Schutz 2 und Atmung. Aber bei der Brustplatte, wir haben hier noch ein paar Bücher. Mit ein paar Sachen mit Schutz 3 zum Beispiel auch drauf und das kann man einfach mal drauf verzaubern, also drauf craften halt. Glück 3 haben wir jetzt nur noch, leider keine Effizienz mehr. Das hat mich ein bisschen bei meiner alten Spitzhacke, fand ich eigentlich ganz geil, aber Effizienz hat mir glaube ich auch noch als Buch, oder? Ich weiß nicht. Ich mach jetzt nochmal gleich mit Effizienz 2, hier. Schutz 2 ist, plus Schutz 2 plus Schutz 2 ist Schutz 3, ne? Ja, ich glaube. Ich bin komplett lost. Schutz 2 plus Schutz 2 ist vielleicht Schutz 3, das heißt, das muss ich zusammen craften und danach das auf mein. Ja, ich könnte es auch direkt mit Schutz 3 drauf machen. Ach, Sabine, Leute. Thank you.
ergibt Sinn. Na dann können wir eigentlich los, ne? Ah, okay, doch, ja. Okay, ich habe die Koordinaten, ja. Also die kann ich ja jetzt eigentlich sagen, oder? Weil die... Ja, weil wir jetzt hinrennen. Ja, 500 und minus 1300. Also eigentlich nicht mal so weit weg. Okay. Die erste ist 500 und die hintere ist minus 1300. Also hier hin. Ja, ja, stimmt, das ist ja, ich bin ja nicht weit weggerannt, als ich die Kuh geholt habe. Ja, ja. Digga, ich werde hier anders genervt. Der eine schreibt mir die ganze Zeit auf WhatsApp und nervt nicht, der andere schreibt mir die ganze Zeit eine SMS. Oh Gott! Was? Ja, Digga, hier ist genau neben uns ein Loch gewesen, wieder so ein riesiges Loch nach unten als Höhle. Oh Gott. Da reingekracht. Ja, pass auf, stimmt, ne? Ich kann ja einfach den Weg gehen, den ich gegangen bin, als ich die Kühe geholt habe. Das weiß ich nämlich noch ungefähr. Ja, mach das. Das ist auf einem offenen Feld. Okay. Okay, ja doch, ich glaube, ich bin hier ziemlich richtig. Ich bin hier nämlich auf einem offenen Feld. Die vordere Koordinate habe ich hier auch dieses, fast. Über diesen Fluss und danach hast du ja, genau. Hier, ja, ja, wir sind safe, richtig, dann weiß ich, wo ich bin. Komische Blöcke wieder, weißt du? Ist das hier, dieses komische Loch hier? Ja, warte. Nee, da hinten ist ein Friedhof, alles klar, Digga. Ja, ja, dann ist es das. Wenn der Friedhof da rechts daneben ist, dann ist es das. Ja, da, okay, das Loch, okay. Wir haben keine Fackel mitgenommen. Doch, ich habe 23. Oh, Water MLG. Okay. Ja, ich krieg eh nur einen Herzschaden. Ach, Glück 3 scheppert richtig rein, Alter. Warte, ich habe jetzt hier diese Kohle abgebaut. Bist du sicher, dass hier der Mutterdrache ist? Oh, okay, ja. Ich habe halt so eine Höhle nach unten. Und habe 27... Ja, hast du diese Höhle mal gesehen? Die ist hier einfach direkt fertig. Nee, oder? Och. Sag bloß, das war alles umsonst. Aber, ja, ja, bestimmt. Ne, aber ich habe so einen komischen Sound gehört. Komm, wir bauen uns jetzt einfach nach unten. Kann doch nicht so schwierig sein, so einen freaking Mutterdrache zu finden. Wir graben uns jetzt einfach unterirdisch die ganze Zeit lang, oder? Ja, ja. Viel Spaß, Leute, mit den Timeless in den nächsten 12 Stunden. Ja. Wie bist du eigentlich auf den Namen Mein King gekommen? Boah, das ist eine ganz alte Story. Ich habe damals mein erster ganz lange Geschichte. Oh Gott, hier sind ja auch Spinnen. Warte ganz kurz, ich habe gerade ein paar Problemchen. Kann ich reden und gleichzeitig irgendwie überleben? Ich bin keine Frau. Ja, wieso? Und aber. Ich bin nur Frauen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das war damals mein erster Name. Das war, keine Ahnung, welche Version das war noch so richtig alt. Gab's halt kaum was, ne? Auf jeden Fall war das so. Boah, warte mal, richtig alter YouTube-Kanal, aber trotzdem nichts erreicht. Ja, ist so. Ja, den YouTube mache ich eigentlich tatsächlich schon ziemlich lange, aber dieser Kanal, ich habe immer wieder so ein bisschen neu angefangen. Aber dieser Kanal hier.
Dem bin ich jetzt bisher, das ist der aktuellste. Mein Kanal ist jetzt echt, wird bald ein Jahr. Nee, warte mal. Soll ich nachgucken. Meiner wird im Januar 2, tatsächlich. Hä, Leute, ist mein Kanal noch gar nicht so, ist dein Kanal gar nicht so viel älter als meiner. Ja, ich weiß, aber YouTube mache ich eigentlich schon irgendwie seit 5 Jahren, aber immer wieder manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Mein Kanal Info, beigetreten am. Das heißt, da bin ich beigetreten. Okay, mein Kanal ist schon ein Jahr alt. Aber richtig aktiv wie YouTube mache ich erst seit Anfang des Jahres. Aber ich würde sagen, ich gehe mal von dem Beigetreten aus, ja? Weil das steht ja auch da. Beigetreten am 24.04.2020. Mein Kanal wird einfach hat am 24.04. Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wann mein Kanal Geburtstag hat. Aber mein... Leute, ich habe einfach einen Smaragd gefunden. Smaragderz. Kam mehr als ein Smaragd raus? Ich hab Glück. Irgendwie hat sich jemand hochgebaut. Alter, ist das riesig hier. Bist du in der Schlucht? Ja. Ja, kann sein, dass du in der Schlucht bist, die neben der, also in der Nähe von unserem Dorf ist. Wo ich damals reingekracht bin. Ach so. Ja, aber nee, da kommt kein Tageslicht. Das muss irgendeine andere sein. Ach so. Nee, aber es ist halt wirklich wegen dem Namen. Also warte mal, ich habe mich damals. Stimmt, wir sind komplett davon abgekommen. Ah, Silberfische, bin ich in der Nähe vom Ende. Ich habe mich damals irgendwie einfach wirklich mein King Yannick und dann noch irgendwie, glaube ich, bin in der 83 oder 85 genannt. Also das wäre übel geil. Silberfische raus. Das wäre ja voll geil. Naja, so zufällig das End gefunden. Let's go. Ja, wirklich. Ne, auf jeden Fall war das damals so, mein King halt, ich habe damals halt Minecraft gespielt, oder? Deswegen halt mein. Ja. Dann King, weil ich dachte, ich wäre extrem gut in diesem Spiel. Dann halt mein eigener Name und dann habe ich noch die Spielerzahl von meinem damaligen Lieblings-Eishockey-Spieler. Und genau, das war damals so mein Name und irgendwann dachte ich halt so, yo, erstens mal, zuerst wollte ich halt auch nicht, dass man meinen Namen so kennt, damals ganz früher. Ja. Deswegen habe ich den erstmal rausgenommen und dann die Zahl habe ich gedacht, yo, das ist eigentlich so eine scheiß Bedeutung, wenn ich dann das irgendwann mal erkläre, so. So, ja, ist mein Lieblingsspieler, also die Nummer von meinem Lieblingsspieler, denke ich so, alles klar, dann habe ich die auch weggenommen. 88? Und die, irgendwie 88 oder 83 oder so, auf jeden Fall irgendwas mit 80. Die 88, ich weiß nicht, das können wir auch nicht im Video lassen, weil das wegmacht, Alter. Stimmt, nee, Monte, wegen Monte halt, weißt du. Ah doch, das ist wirklich ja. Ja, stimmt, warum darf Monte das eigentlich benutzen? Ja, Digga, 88, das ist doch nicht so extrem, oder? Hitler, ne? Ja, ich weiß schon, aber das ist doch nicht so, also ganz ehrlich, da macht doch die Sachen nicht so Auge drauf, oder? Oder ist es so extrem? Es ist schon extrem. Weißt du, wie schnell du Level bist auf YouTube? Ja, gut, ja. Nee, also. Es sei denn, du bist so ein zertifizierter Kanal, ja, der tut, so Geschichten macht. Ja. So Lernvideos, aber. Also, wie heißt der? Mr. Wisdom to Go. Da habe ich echt viel gelernt, go, mehr als in der Schule, oder, Alter. Oder so, The Simple Club. Digga. Oh ja! Oh, ich hab die erst gefunden! Also, let's go! Let's go, Digga. Das erste Erz abgebaut, kam zwei raus. Danach kam einer raus. Danach kam nochmal einer raus. Und jetzt gönnst du nochmal bitte. Gönn doch mal. Ich muss aber sagen... Die Sache ist halt so, ich habe meinen Kanal nie umbenannt, tatsächlich. Ja, ich hatte zuerst meinen Kanal, dann eben mein King, oder? Dann habe ich irgendwie auch fast 1 bis 2 Jahre Videos gemacht und Alter, ich wünschte, ich hätte die noch, aber leider nicht mehr. Alter, ich hasse das Spiel. Ich hasse es so sehr. Echt? Wieso? Ja, ich hasse das TP, Alter. Also ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich hasse es. Nee, auf jeden Fall. Oh ja, mein Gott, ich bin fast gestorben. Ich hab einen. Ein Drachen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay, dann gucken wir noch kurz nach. Wie gesagt, auf jeden Fall habe ich damals dann meine ersten Videos gemacht und ich habe nicht gecheckt, wie man eine Bildschirmaufnahme macht. Dann habe ich einfach mit meinem Handy den Bildschirm abgefilmt. Ich habe gerade so Puls, Alter. Und dann waren das so meine ersten Videos, Alter. Und die waren eigentlich... Also sie waren komplett scheiße, natürlich auch nicht geschnitten. Ich habe da ein bisschen Musik in den Hintergrund gepackt, mehr nicht. Und dann habe ich einfach meinen Bildschirm abgefilmt und so. Und das war das Video. Und dann... irgendwann mal ging mir nach Österreich in die Ferien und ich habe halt meine Eltern so gefragt, jo, kann ich vloggen und so? Dann haben sie gesagt, ja, aber du darfst dich halt einfach nicht zeigen, oder? Und dann hatten wir dort so einen Vogel gezeigt. Nee, dann hätten wir, hatten meine Eltern, war ich halt dann dort in Österreich, mit meinen Großeltern war das aber.
Und dann hatte es dort so ein Trampolin gehabt und dann habe ich dort den Frontflip oder Backflip gelernt. Den kann ich mittlerweile nicht mehr, weil ich irgendwie zu faul geworden bin. Ja, genau. Nee, und deswegen dann habe ich das halt geschafft. Das fand ich voll cool und dann habe ich den aufgenommen, auch wenn es von weitem war. Und dann haben das natürlich meine Eltern haben das kontrolliert und alles immer so ein bisschen, gerade die Vlogs, die sonstigen YouTube-Videos eigentlich nicht. Und dann haben die das halt gesehen und dann haben die gesagt, yo, geht nicht, ich kam aus den Ferien nach Hause, erstmal richtig hart auf die Fresse bekommen, musste alle Videos löschen und so, und hab nicht überlegt, dass ich die vielleicht noch kurz runterladen könnte, bevor ich sie von YouTube lösche. Und ja, jetzt sind die halt komplett weg, das finde ich echt schade. Das ist. Also, okay. Die Sache ist halt, ich habe so eine riesige Höhle. Die ist wirklich riesig und ist so ein Raum. Also, da spiegelt irgendwas hinten. Und ich habe komische Geräusche gehört, sobald ich in die Nähe gekommen bin. Okay. Und ich habe mal Herzinfarkt bekommen, also ich würde da gerne zu zweit reingehen, dass wir beide tot sind, okay. Im Fall der Fälle. Perfekt. Wo hast du die geschrieben? Achso, im Chat, ich habe das gar nicht realisiert, Alter. Crazy. Ja, die Sache ist halt so, ich. Oh mein Gott, halt ich bin so weit weg. Weißt du was? Wie ich jetzt mit Zeit für Zeit mehr von mir preisgegeben habe. Wie ich mich mehr mit dem YouTube-Business generell anvertraut habe. So am Anfang so, Digga. Alter, mich erschreckt. Ich hab Bock, so 1000 Blöcke wieder zu laufen, ey. Okay. So, die Sache ist halt so, am Anfang war halt. Hier sind Dias drunter. Ich hab random Dias wiedergefunden. Ne? Weil ich hier ein bisschen. Guck mal, hier unten. Ja, wo? Hier, unter mir. Ah ja, lol. Hier ist auch noch Gold. Oh Gott! Nein, das ist Gold. Ja, deswegen ja. Ja, jetzt hast du dein Wasser gelöscht. Nee, ich hab noch Wasser. Warte, hier ist auch noch. Hier ist mein Chef. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so ein bisschen die Story von meinem ersten Kanal. Ja, genau. Alter, schwemm mich noch rein, danke. auf jeden Fall war das so ein bisschen die Story von meinem ersten Kanal. Dann war halt eine Zeit lang Pause. Und irgendwann habe ich dann illegal, sag ich mal, habe ich wieder angefangen mit YouTube. Habe ich zuerst wieder... das habe ich dann mit meinem Nachbar so ein bisschen gemacht. Zusammen haben wir so einen Kanal gemacht. Wir haben eigentlich nicht wirklich... wie soll ich sagen? Wir haben nicht wirklich Gaming. Also wir haben nicht Videos gemacht auf YouTube, sondern wir haben dann gestreamt. Ich habe dann immer auf YouTube gestreamt. Also einfach auf PC und er auf PS. So, ja. Und genau. Und dann... irgendwann habe ich dann auch wieder meine Facecam hervorgeholt und so. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber auf jeden Fall, meine Mutter hat es irgendwie herausgefunden. Dann habe ich wieder übel Zusammenschluss bekommen. Dann habe ich wieder aufgehört für eine Weile. Und dann hatte ich, Wie alt warst du da? Bro, also mein erster Kanal. Nein, ich meine jetzt, als deine Mutter dich jetzt angeschissen hat. Achso, ja gut, Alter, das letzte Mal, das war eigentlich vor circa so 2-3 Jahren. 2 Tagen? Ja. Nee, also wegen YouTube so vor 2,5 Jahren, würde ich sagen. Dann habe ich wieder ein halbes Jahr circa Pause gemacht und habe ich mit dem angefangen. Zuerst ja lange ohne Facecam und da ist eigentlich erst jetzt wieder gekommen, weil sobald ich halt 16 war, sagte meine Mutter so, yo, mir ist egal, was du jetzt machst. Du wirst es eh wieder machen, so nach dem Motto. Du bist eh verloren. Ja, genau, genau. Du bist verlorene Kind, du bist ja. Aus dem Nest gefallen, Alter. Ja, ja. Nee, aber das erste YouTube-Video, das ich veröffentlicht habe... Oh, warte mal, da war ich irgendwie 9 oder so. Gab's jetzt da das Bett platzieren und... Achso, ja, sorry, warte mal. Ich bin hier nur... Das ist ein perfektes Thema für die Aufnahme. Weißt du, natürlich, das doch nicht komplett rauscutten. Dann ja, ja. Ich eben auch. Ich glaube, ich lasse das so ein bisschen Geschichtskunde mit My King und Red. Dann kommt so eine XXL-Folge. Ja, gut, genau. Das mit dem, ne? Müssen wir mit der 88 müssen wir rauscutten. Aber ja, du, ich habe meinen Sitz in der Schweiz. Da ist das nicht so ein Problem. Okay. Bei uns ist das ja wirklich kein Problem, Digga. Also sollst du mal in unserer Schule gucken, überall sind Hakenkreuze. Unter den Pulten, im Klo. Ja, und was interessiert YouTube, was bei dir in der Schule ist? Ja, keine Ahnung, vielleicht findet ihr das cool. Ne? Denk so, ah, der ist Gangster. Ein 187-Member. Lass ihn mal draufbleiben, Alter. Ja, ja. Nein, nee, morgen gebannt. Morgen schon gebannt, bevor Lotto du das überhaupt hochgeladen hast. Ja. Stell dir vor. Och nee. Oh nee. Begeisterung. Komm mal mit, tu mal dein Zeug hier in der Kiste ausleeren und dann komm mal mit. Bruder, ich mach einfach das Wertvollste hier rein. Ich hab einfach alles reingetan, also aushalten, meine Spitzhacke, Schwert und so. Ja, ja. Und Fackels. Kommst. Ja, ja, die Sache ist halt. Ja, das passt. Bei mir, ich wollte mich eigentlich nicht Red Phoenix benennen. Okay. Also hier ist eine Wallet, die habe ich aus dem platziert. Okay. Guck hier. Alter, die ist wirklich riesig, ne?
Hallo? Also wenn hier nichts ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wo, also... Alter, Zombies. Also Spawner ist safe. Erstmal. Ja. Wenn hier nichts ist, dann ist halt leider so. Ja, dann scheiß machst du nichts. Kannst du nichts machen. Ja, nee, auf jeden Fall, mein alles ist wirklich, also als ich mein YouTube angefangen habe, das war halt wirklich so mit freaking 7 Jahren, Alter. Also nee, nicht mit 7 Jahren, mit so 9 Jahren, also vor 7 Jahren. Ey, das finde ich so krass gerade. Ja, Junge, ich habe YouTube angefangen. Also so richtig aktiv. Also ja, wie, sondern den Kanal halt noch nicht, aber warte mal. Vor 7 Jahren, jetzt ist ja 21. Ja, wow. Und ich kann nicht rechnen. 2014 habe ich mein erstes YouTube. Ich wäre einfach ganz groß geworden, wenn ich weitergemacht hätte mit meinem ersten Kanal. So, du wärst aber jetzt schon Millionär. Ja, ja. Was? Ja, muss ich halt jetzt ein bisschen gedulden. Nein, Spaß. Nee, aber auf jeden Fall. Nee. Du hast nicht gerade ernsthaft Hoffnung, dass du mit dem Kanal. Nein. Ja, ja, ne. Nee, oh Gott, Alter, ich will dich noch lassen, ey. Nee, auf jeden Fall. Ich find's krass. Auch. Also, ja. Damals habe ich halt Minecraft auch schon irgendwie 2-3 Jahre praktiziert, ne? Das war halt wirklich. Minecraft war da 1-2 Jahre alt, als ich das erste Mal gespielt habe. Das fand ich so krank. Ja. Und dann, wie gesagt, mit YouTube. Ich hatte einfach immer wieder diesen Drang, mich zu zeigen irgendwie. Ja, das habe ich halt so gar nicht, ne? Doch, ich schon. Ich würde halt auch voll gerne mehr Vlogs machen, aber mein Leben ist halt komplett uninteressant. Bis auf, dass ich irgendwie jeden Samstag irgendwie an ein Eishockey- oder Fußballspiel gehe und reiten gehe, mache ich eigentlich nichts in meiner Freizeit, bis auf halt die Aufnahme und so. Was Geiles. Ja, schon, aber weißt du, also... Ja, aber, oh, sorry. Komm jetzt in die Richtung weiter. Ja, stimmt, da war ja jetzt gar nichts. Ja, toll. Krabb du dich aber in die andere Richtung weiter. Ja. Beide Richtungen wieder abgedeckt. Ja, also, ne, also, mein Kanalname ist einfach nur entstanden, weil es der andere, mein eigentlicher Name, wie ich mich eigentlich benennen wollte, nicht funktioniert hat. Wieso hat er nicht funktioniert? Na, weil, so genau, also ich wollte mich eigentlich Dark Phoenix nennen. Und, ja, daraus ist dann Red Phoenix geworden, weil, also ich Dark Phoenix, ich hab halt so, weil ich nicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so dumm war wie du. Ich war halt auch schon ein bisschen älter, aber du bist letztendlich auch älter als ich, das muss ich sagen. Stimmt, ich bin ein Jahr älter, ne? Ja, ich bin 2006 geboren. Ja, ich 2005. Boom! Bester Jahrgang. Ne, Spaß. Okay. Naja. Nee, und die Sache ist halt so, ich war, als ich so richtig angefangen habe, war ich 13. Und da habe ich ja mit Content angefangen. Nee, ja, damit konntest du, damit wusste ich ganz genau, dass ich damit nichts machen kann. Aber ich habe halt gesagt, hey, Digga, schon wieder Silberfische. Zock halt gerne, warum soll ich das nicht mit anderen Leuten teilen? Ja, ist so. Und dann habe ich halt so immer diese 30-Sekunden-Clips, die man auf der Switch machen kann, gemacht, als ich mit einem Freund so Rocket League gezockt habe. Ach, scheiße. Ja. Oh, schon wieder Diamanten, let's go. Digga, was ist denn das hier? Ich habe meine Schaufel vergessen. Perfekt. Zu Hause oder in der Kiste? Nee, nur in der Kiste da. Ja, dann bring die Kiste zu Hause in der mit. Kiste. Oh. Kein Spaß. Digga, ich gehe hier mit dem Stack Diamanten raus. Ich habe 22. Ja, moin. Oh, kommen die jetzt alle? Nee, das wollte nur Marcel und er. Das hat er mir vorhin schon geschrieben gehabt. Oh shit, Alter, das ist schon wieder. Wir müssen aber die Aufnahme. Ja, das war nur, als er draufgegangen ist. Also jetzt leckt es bei mir auch nicht mehr. Nee, und die Sache ist halt so. Ich habe halt so, weil ich dachte, yo, bevor ich meinen Kanal erstelle, erst ein bisschen gecheckt, okay. Name. Was klingt denn geil? Ich wollte ja was Kurzes haben. Ja. Und, dann habe ich es überlegt, yo, so Dark Phoenix. Klingt ja eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Damit war ich hab mich so übel kreativ gefühlt. Dann habe ich halt auf YouTube einfach mal so nach Dark Phoenix gesucht. Oh ja, das ist auch wichtig immer, Leute. Wenn ihr und Tipps an hab euch... halt nichts gefunden. Nichts gefunden. Ja. Nur ein was kam, und zwar, dass es eine Band ist. Irgendeine Rockband, die halt so übel unbekannt ist. Also, meine Meinung nach, ich kannte sie halt nicht. Das und, ist ja unbekannt. Ich glaube, die hat auch jetzt nicht so viele Follower, also beziehungsweise Dinge jetzt auf ich YouTube, so, was der Kanal anging. Aber es war halt eine Musikband. Also es kam halt direkt zu Ben. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt gegen eine Band nicht versuche, so zu messen, ist auch abgesehen davon, kann es sein, dass sie den Namen halt copyrighted haben. Ja, das stimmt. Also Recht auf den Namen.
Und darauf hatte ich dann gar keinen Bock und so. Und dann habe ich mir so gesagt, mache ich es mir einfach. Zu einfach, weil ich fand, in dem Moment bin ich dann so auf Phönix. Ich war erst überlegen, Adler oder so, weil ich finde so fliegende Tiere halt so übel cool. Fliegende Tiere. Und dann habe ich so überlegt, so was könnte man denn nehmen. Und dann habe ich so, ist mir so Red Phönix in den Kopf gekommen. Und danach so, okay, suchst du mal danach auf YouTube. Hab danach gesucht und dann habe ich so gesehen, so, es gibt so übel viele Kanäle damit. Dann dachte ich mir so, ach komm, Digga. Der, weißt du, der erste, der vorgeschlagen wurde, der hatte 40 Abonnenten. Und da dachte ich so, das soll ich ja wohl locker kriegen, ne? Also damit soll ich ihn ja wohl locker übertrumpfen können. Und der hatte das letzte Mal was gemacht vor 3 Monaten, ne? Und in seine Kameraqualität, also der meinte, der hatte so über die PS4 gestreamt, aber irgendwie so nicht so wirklich, als würde er es können. Ich habe einen Mietschacht gefunden, ne? Sondern mehr, so, mehr oder weniger sporadisch. Und daher habe ich gesagt, ja, Digga, kein Problem für mich. Was greift mich denn jetzt schon wieder an? Was ist das? Oh. War ein Zombie in voller Eisenrüstung. One hit, let's go. Nee, und hab mir halt so überlegt. Ja, ich hab grad kurz ausgesetzt, weil ich glaub, was. Man hat's gemerkt. ja. Nee, und hab halt so überlegt, yo. Okay. Hab's überlegt, was könnte ich als Bild machen? Also als Kanalbild. Und hab mit einem Freund mich wirklich getroffen. Und hab's überlegt, was könnte man als cooles Intro machen? Da kennt jemand ein geiles Programm oder so. Und ich blende es hier nochmal ein. Ich hab's tatsächlich offline genommen vom Kanal. Das war auch letztendlich das erste Video, was online kam. Das hieß einfach mein neues Intro. Ey, das haben aber so viele Kanäle. Einfach das erste Video gefühlt, einfach so, yo, mein neues Intro oder so. Wie, ja. Ja, Digga, das war halt einfach nur ein Video von meinem Intro, was halt mein Intro sein sollte. Was halt so, ja. Bitte. Also, das war. Ich hab nochmal Dias, Alter. Ich muss doch sagen, ich war mit meinem ersten Kanalbanner super zufrieden. Der sah auch echt cool aus, muss ich sagen. Aber die Sache ist halt, der war viel zu bunt. Also, der war halt nicht so, dass man sagen konnte, okay, den nimmt man und wenn man den sieht, erkennt man was dabei. Sondern der war einfach nur bunt und war halt so unübersichtlich. Es war so wie auf den Haufen geklatscht, muss ich sagen. Digga, was sind hier eigentlich so vier Creeper? Oh, süß, hier so viel Lava. Creeper an alles dran. Oh mein Gott. Nee, also ich, also bei mir ist halt wirklich, um nochmal darauf zurückzukommen wegen der Suche, also bei mir, wenn man Mein King eingibt, es gibt ein paar kleine Kanäle so, die auch halt so heißen, so mit ein paar Abonnenten, aber grundsätzlich gibt es sonst nichts, wenn man da richtig findet. Es gibt so irgendwie ein paar Miner, die irgendwie was machen, aber das ist irgendwie keine Ahnung was. Und Miner King. Ja, wenn du Mein King eingibst, bin ich der Erste, der kommt, glaube ich, oder? Ja, weil ich habe halt auch so überlegt, ob ich irgendeinen Namen nehme. Ich dachte halt so, Phönix ist schon so ein Name, der wird nicht so oft verwendet. Dann sucht man danach aber und dann hat man einfach nicht mich gefunden, sondern so 12 Millionen andere Kanäle. Ja, ja. Wenn du nach Red Phönix suchst, klein geschrieben, also nicht jetzt genau, also mittlerweile komme auch ich, wenn man alles klein schreibt. Aber, ja klar, mit der Zeit dann sowieso, Algorithmus, du weißt, der braucht erstmal Zeit, ich meine, ja, ganz ehrlich. Ja, das sowieso noch. Und die Sache ist halt so, ich dachte mir halt so, ich brauche was, ich habe mir, was ich mir dabei gedacht habe bei so einem Namen, ich dachte mir so, ich brauche was, wenn jemand zum Beispiel, wenn, überleg mal, wenn du in der Schule zu deinem besten Freund gehst und sagst, hey, ich habe einen neuen Kanal entdeckt, der heißt, ich zocke gerne Minecraft und 1, 2, 3, 4, 5. Dann merkt er sich das nie im Leben. Ja, ja, ist. Oder so. Oder noch mal Dias. Aber zum Beispiel wie Mein King oder zum Beispiel einfach Red Phoenix oder Red Phoenix. So, Red Phoenix ist sowas, das merkt, das kann man sich merken. Und deswegen habe ich dann sowas genommen. Ja. Und ich, wie gesagt, ich zeigte dann mein erstes Kanal. Das habe ich letztendlich auch offline genommen, irgendwann, weil es mir einfach zu peinlich war. Ja. Ich muss auch sagen, mein Nochmal Kanal war ja vorher so übel unprofessionell. Ja. Ja, ich habe so erst das eine Intro, dann habe ich mir das nicht so richtig gefallen, dann habe ich nochmal was Neues gemacht, dann habe ich nochmal was anderes gemacht. So. Ich habe quasi so, bevor ich wirklich angefangen habe mit Videos zu machen, habe ich mir erstmal so Gedanken gemacht, yo, was könnte ich für ein Intro machen? So übel sinnlos, man fängt erstmal an mit Videos und dann tut man danach so das Video quasi upgraden. Ja, Intro habe ich noch nie wirklich benutzt. Ich habe immer nur Outros wirklich benutzt. Stimmt, du hast auch so verschiedene Sachen in meinem Auto. Ich habe immer dasselbe. Also jetzt ja, mittlerweile habe ich ein anderes so ein irgendwann bei mir gemacht, selber gemacht, weil ich das, was ich vorher genutzt habe, der Song plötzlich irgendwann Kopf bekommen hat. Ja, das ist bei mir auch so. Manchmal lasse ich den Song, der gerade noch läuft, ausklingen. Manchmal mache ich extra Musik.
Es ist manchmal ein bisschen, immer ein bisschen anders, aber ich finde das noch so cool. Ja, ja, ich find's auch geil. Und ich muss halt sagen, man merkt auch so, wie meine Videos sich verändern haben mit der Zeit. Dass meine Boah, das sieht man bei mir auch so krass. Das erste Videogefühl, was ich gemacht habe, so, das war gefühlt gar nichts geschnitten. Einfach Hintergrundmusik, 2-3 Cuts und Outro, mehr nicht. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, da mit diesem Schneiden, das habe ich schon immer gemacht, weil ich hatte halt diese 30-Sekunden-Clips und davon war irgendwie immer so 6 Sekunden, was ich nutzen wollte, habe das halt daher gecuttet. Mit Musik hinterlegt, das war diese Rocket League-Musik, die direkt im Game lief, also immer was anderes, ja. Also auch absolut scheiße. Und dachte mir halt auch so, ich mag es nicht, wenn ich... Ich habe mich auch mal wieder so in die Verlage versetzt. Ich habe zu dem Zeitpunkt selber übel viel YouTube geschaut. Ich finde es doch nicht geil, wenn ich mir ein Video anschauen will, zum Beispiel irgendein Minecraft-Projekt, dann will ich mir ein Video anschauen und dann ist das irgendwie so ewig lang. Zum Beispiel, wenn ich das erste Mal auf diesen Kanal komme und das erste Mal ein Projekt von dir, also das erste, eine Folge noch von dem ich Projekt hab, reinschauen will, gehört, ne? Dann ist die so eine Dreiviertelstunde lang. Und eine Dreiviertelstunde, dann hast du irgendwie so eine halbe Stunde, wie jemand läuft, und danach nochmal so, wie jemand 10 Minuten fightet. So. Ja, das ist sowas, so, wo ja, ich sage, ja. Ey... Muss nicht das sein. Deswegen finde ich so das gecuttet besser. Und ja, das merkt man dann auch bei mir. Mein Kanal hat sich dementsprechend auch entwickelt. Und mittlerweile habe ich ja auch so Kanalbanner. Ja. Der so kommt, wenn man auf meinen Kanal kommt. Dann so unten rechts in der Ecke dieses Abo-Dingens. Ja, dann halt so ein paar kleine Einstellungen gemacht. Auch mein Stream-Overlay. Das kam ja alles mit der Zeit. Und ich meine, ich fand schon... Man merkt auch, wie ich mich langsam der Sache anvertraut habe. Irgendwann habe ich halt meinen richtigen Namen preisgegeben. Also da habe ich halt, vorher war es, wenn ich mit angezockt habe, die haben meinen Namen genannt, dann habe ich das immer rausgecuttet. Oder weggepickt. Oder ja, ja. Und mittlerweile ist es so, dann lasse ich es einfach drin, weil mittlerweile weiß man es eh so. Und ja, irgendwann wird es eh rauskommen. Eben drum ja. Und dann dachte ich mir so, daher, dass ich aktuell, man weiß nicht, wo ich wohne. Also es könnte sein, wichtig. Dass bestimmte Zuschauer von mir meine Stadt wissen, wo ich wohne, weil ich ab und zu mal aussehen, wenn ich im Stream verplappert habe. Oh ja, das ist auch das Schlimmste. Weil ich mit einem guten Kollegen gezockt habe und dann so meinte, yo, bei uns hier und der Stadt ist halt geiles Wetter. Und daher, aber ansonsten habe ich so Handcam-mäßig was gemacht mit der Zeit. Und ich wollte mich, also ich war ja auch am überlegen, ob ich mich zeige. Und dann habe ich ja diese Challenge draus gemacht, die ja nicht erreicht wurde, war auch ein bisschen überdimensional, aber war auch ein bisschen mit der Plan mit. und ja, dann habe ich mir auch so überlegt, solange ich halt noch. Was ist das denn hier? Was ist ja, das? Ich habe gerade gebaut in so einem Gang. Dann habe ich so 2 Blöcke abgebaut. Dann kam hier Wasser reingelaufen, das ist so hoch wie ich. Dann ist hier so ein kleiner Raum, der so mit Wasser überflutet ist. Bis zur Decke, da kannst du nicht atmen drin. Okay, lol. Verstehe nicht. Also ich gehe jetzt aber zur Seite weiter. Nee, und ja. Also dann habe ich so gesagt, solange ich noch bei meinen Eltern wohne, mache ich das auch nicht mit der Facecam. Weil ich halt so gesagt habe, ey, wenn da jemand reinkommt oder so im Stream ist... Digga, jetzt ist hier schon wieder Wasser, was ist das? Wenn da jemand reinkommt, ist scheiße, abgesehen davon brauche ich einen Greenscreen, weil... Ja, mein Hintergrund muss jetzt nicht unbedingt zu sehen sein, weil halt mein Hintergrund quasi mein kompletter Raum ist, weil ich halt mein PC-Setup, bei mir. Wenn ich an der Tür reinkomme, so komplett links habe. Es wäre auch noch was anderes, wenn mein Setup neben meiner Tür stehen würde... Und ich quasi, wenn jemand in die Tür reinkommen würde, das aber neben mir wäre und nicht zu sehen ist in der Kamera. Aber aktuell wäre es so. Oh nee. Leute, ich bin gequittet. Ja, ja, auf Overflow, ja. Okay, das ist. Ah, der Server ist wieder überlassen. Der Start wird schon neu. Oder? Nur bei mir? Läuft er noch? Ja, bei mir läuft er auch noch. Können wir noch drauf? Overflow, Alter. Ja, nee. Das kommt nicht mehr. Och, Mann. Da warten wir kurz, da können wir weiter talken, kurz erinnern, deshalb kann ich ein bisschen entspannter reden. Weil ich mich noch konzentrieren muss, dass ich nicht verrecke. Und ja, dadurch, dass es halt bei mir so ist, dass aktuell, wenn jemand in mein Zimmer reinkommen würde, genau hinter mir dann in der Facecam hocken würde, war das halt auch nicht so das Optimale. Und genau hinter mir sind auch die 2 Fenster, die groß sind von meinem Zimmer. Und ja, Fenster sind immer nicht geil. Ja, ist so. Ich meine, gut, bei mir würde man nichts sehen, weil meine Fenster in den Hinterhof gehen und ich relativ weit oben wohne. Okay. Aber ja, es sind halt trotzdem so Kleinigkeiten, aber ich merke halt echt, dass sich meine Videos qualitativ verbessert haben. Aber warte, jetzt haben wir ja kurz Zeit, da kann ich aber kurz mein altes Kanal-Intro raussuchen. Ich merke das eigentlich auch. Was ich bei mir so ein bisschen schade finde jetzt, ich mache ja lange YouTube und ich finde, ich habe
habe auch gefühlt schon sehr viel ausprobiert. Was ich einfach finde, oder was ich, glaube ich, einfach generell merke, nur mit Gaming kannst du einfach mittlerweile nicht mehr so erfolgreich werden. Da musst du schon richtig eine gute Idee haben, etwas Neues machen, wie zum Beispiel Hanno das gemacht hat, oder? Aber so, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so gut klappt. Klar, es kann klappen, so, ich meine, jeder hat mal ein bisschen Glück, ja, und so. Klar. Aber deswegen, ich möchte halt in Zukunft wirklich ein bisschen mehr vloggen, weil ich finde, vloggen ist immer noch etwas, wo... Stell ich mir ganz cool vor. Ja, eben. Hier, mein Monitor. Ich bin gerade in YouTube Studios drin. Okay, ja, ich sehe. Also hier siehst du, war wirklich das Erste, was ich hochgeladen hatte. Auch mittlerweile 53 Aufrufe gehabt, dass ich es offline genommen habe. 53 Aufrufe, genau. Das Zweite, hier siehst du auch mein altes Logo von meinem Kanal. Oh, das hat eigentlich auch noch... So mein altes Kanal-Logo. Und, ich glaube... Null Beschreibung, einfach gar nichts, ey. Nee, eben drum, ja. Es hat halt was nicht. Alter, bei dir hat ja alles Video-Einschränkungen... Oder was ist bei dir? Ja, das waren die alten... Achso, das waren die alten. Das hat alles Einschränkungen bekommen wegen meinem Outro. So. Hier unten, das war noch bevor mein Auto kam, dann kam Raft, wo ich das Auto drin hatte, ja, moin. Direkt weggehauen worden, immer. Leute, das war's mit dieser kleinen historischen Folge von uns beiden, wo wir so ein bisschen über unsere Kanäle quatschen und, keine Ahnung, was haben wir in Minecraft geschafft? Eigentlich nichts Großes. Naja, ja, wir sind gelaufen. Ja, auf jeden Fall war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da bei beiden Kanälen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!